Pembele kurz von der Erfahrungsstufe. Saliba 3. Hey, den haben wir mit 1 geholt, ne? Wo hat der denn 2 hergekriegt? Safe haben wir den mit 1 Führungsqualitäten geholt. War mal ein stabiler Einkauf. Schwer, 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 glaube ich. Ach, komm. Ja! Ja! Moriba, komplett da, der Bruder. Und David, 2 Hütten. Moriba, Junge. Von wegen wird schwierig. Hätte ich nicht erwartet. Die Frage ist halt, ob... Ja, doch, Troy Parrott ist das, ne? Stufe, okay. Ist enttäuscht? Bist du Panne? Du warst verletzt? Junge, gib alles. Kommt gut zurecht. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Genau wo Lyon 3-1 gegen PSG verliert. Ach, Mann, ey. Da hätten wir Erster werden können. Oh, was ist denn gerade mit der Verteidigung los, Pembele? 6. Jedes Spiel gewinnen die knapp. 2-1, 2-1, 2-1. Gegen den letzten habe ich mir ein bisschen mehr versprochen, aber... Immerhin Erster. Lyon unentschieden gespielt. Tordifferenz ist sowas von unsere. Lille 5 Gegentore nur. Von jetzt auf gleich wieder, ne? Keine Ahnung warum. Auf einmal funktioniert, als wenn das Spiel auf Krampf so richtig Spannung da reinbringen will, ne? Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Das ist so dünner alles, ey. 5. Ja, wichtig. Mertens, Junge. War super wichtig, dass wir das gewinnen. Sieg oder unentschieden? Niederlage können wir uns nicht erlauben. Bah! PSG können wir einfach, ne? Was ist mit Lyon los? Ist schon wieder 4 Punkte vorne. Riva verletzt, nicht ernsthaft, oder? Eduard wird ein Tor schießen. La Fuente. Perfekt. Jo, sicher. Die Uwe hat gerade schon zwei Chancen gehabt und uns 2 Spiele gekostet, der Vogel. Ja, super Start. Super Start. Den hätte ich gar nicht mitnehmen dürfen, Alter. Von jetzt auf gleich ist wieder irgendwas passiert, ne? Dass gar nichts mehr läuft, ne? Leck mich doch am Arsch. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, gib mir doch wenigstens irgendeine Krückenmannschaft. Brügge oder so. Ach du Scheiße. Schon wieder gegen Paris? Hä? Haben wir doch gerade erst gespielt. Nee, Achtelfinale nicht geschafft. Wieder Euroleague. Sang- und klanglos verloren gegen Leicester City, ey. Ja, und seht ihr, PSG auf einmal wieder da, ne? Grandiose Weihnachtsfeier. Torwart Blickfeld nur. Letztes Jahr war der noch Weltklasse, ne? Alle nur Blickfeld. Keiner mehr Weltklasse. Ah, ja. Salvatore. Freikarten, ja klar, immer nimmt mit dem Bums. So, letztes Spiel, danach Auf- und Abwertung auch, ne? Hab diese Saison für Champions League echt was erwartet. Die sind zu unerfahren dafür. Kriegst du eine Champions League, hast du da. Da sind 2 Spiele, wo du denkst, oha, nice. Und dann merkst du einfach, dir fehlt die Erfahrung dafür. Da kriegst du halt immer in die Fresse, wenn du nur junge Leute holst, ne? Da hat uns so der ein oder andere ältere Spieler gefehlt. Erfahrung kommt von allein. Ja, aber das ist halt, du kannst halt dann so nicht bestehen jetzt. Ne? Dann kriegst du halt aufs Maul. Barbossa. Ja! 3 Punkte. Haben die wieder unentschieden gespielt? 0-0. 0-0. Wichtig, dass wir den Abstand hier vererster. Wie geht das denn? Ja, wegen Rückrunde, ne? Stimmt. Wegen der letzten Saison Rückrunde. Achillessehne. Oh.
Gut. Uwe, Junge! War okay. War okay, geht fit. Kann man mit arbeiten. Vergleicht mal bitte diesen Vinicius Junior mit dem aus der Schalke-Karriere. Bruder. Der rennt da auch noch immer rum, ne? Boah, den hätte ich auch gerne gekauft. Schade, ey. Ey, unser Mann hier, der Garayalde. Da geht gar nichts mehr bei dem, ne? Aber wir haben den für 21 verkauft, danach Karriereende gefühlt bei dem Typen, ne? Bunti Gamma Sturm Graz? Was ist das denn? Was ist das? Sturm spielt Euroleague und Schalke? Egal, du, ich hab gefragt, was das da für ein Vordings ist. Muss mir auch zuhören. PSG in der ersten Runde! Die wollen mich komplett verarschen, oder? Kann das sein? Kann es sein? Komm, mach die weg da jetzt. Warte, wie, hä? Wie rot? Was? Bist du bekloppt, Junge? 100 Millionen Mark. Ja. Toko Ekambi, mach Deckel drauf. Mach da einfach den Deckel drauf. Perfekt. Gefühlt, wir gewinnen ein Spiel gegen PSG und eins verlieren wir in der Saison. Jede Saison war das bisher so. Ein Gewinn, ein Verlieren. Und Pokal jetzt wieder gewinnen. Mann, dreimal abgelehnt, da heult er da rum, ey. Kriegst du eine Denkpause, Junge, ne? Kenn ich gar nichts. Uwe, Junge, ich will was sehen jetzt. Zwei Wochen. Du bist Stamm jetzt. Sebastiano? Da muss Rückrunde was kommen von dir, ne? Bisschen wenig Tore. Abwehr wieder hervorragend drauf. Uwe auch wieder stabil. 5-5, läuft bei dir. Weitermachen, Sebastiano, Junge. 3 Punkte. Tordifferenz komplett unsere. Palambo. Ja, jetzt wollen sie alle haben hier. Abiel kenne ich. Meine Fresse, du. Komm, komm, mach die raus! Sabadu! Eduard, Junge! Und David, Tor, Vorlage. Bordeaux haben wir auch verkackt, ne? Egal, ob es der PSG erste Runde raus. Wichtig. Uwe, Junge! Der Uwe! Also, Tordifferenz gehört so uns, ne? Das ist Wahnsinn. Wie viele Tore wir schießen. Was wollen die denn mit dem jetzt hier, Alter? Verlängert und auf einmal heiß begehrt? Kann wohl nicht wahr sein. Welches Game ist das? KfB, Formel 1, sieht man doch. Eiskalte Formel 1 hier. Ja, die haben der Maya direkt verletzt. Kann schon mal nicht netzen gegen uns. Doppelpack gemacht, ne? Eduard, sehr gut. Cherki rein. Pokal geht was. Palambo mit der Vorlage. Pokal geht was. Gute müssen draußen sein. Da ist nur noch, ja, Lyon Monaco. Endlich mal Losglück. Und die spielen gegeneinander. Pokal kann man mal anpeilen, ganz vorsichtig. Sonnenbrand. Wo kann sein, Alter? Gestern vom Platz. Ich meine, die Kamera hier wegen der Belichtung, das wirkt, glaube ich, ein bisschen extremer, wie es eigentlich ist. Voll den roten Schädel, ne? Hier haben wir auf jeden Fall schon mal die Ablösung zu PSG. PSG nicht mehr so oft drin hier, ne? Und wenn, dann weiter unten. Rein von Marktwert haben wir schon mal geschafft. 23 Millionen Marktwert? Ihr habt alle nicht an den geglaubt, ne? Ja, super, ehrlich. Scheiße, ey. Kann man denn so blöd sein in den 13. Brauchen nur eine Dreierkette. Mann. Wir hätten uns absetzen können. Scheiße. Engers, auf die ist immer Verlass. Aber seht ihr, PSG auf einmal wieder voll da, als wenn nichts gewesen wäre, ne? Im Winter haben wir nichts geholt, ne? War gar nichts drauf. Also was wir bekommen hätten oder so. Hätte uns nichts wirklich vorangebracht. Boah, jetzt kommt eine kranke Woche. Nächsten 2 Wochen, die werden extrem. Nein. Nationalmannschaft, ey. Sicher. Dann habe ich wieder einen Piss gehabt, ne? Tja, Mann! Ja! Pembele, Junge! Was machst du da? Der macht 2 Tore und verletzt sich.
Wir haben einfach die Scheiße am Fuß, ne? Ich habe kein IV. Ja! Mal eben die Leviten gelesen hier. Gegen die Gurken da. Bossa. 10-0, komm! Und sowas ist Zweiter. Sowas ist zweiter Platz. Hau ab. Und jetzt haben wir es. Die Klopperei mit PSG da oben. Olympic, ey, die können doch nichts. Können gar nichts, können die. Scheiße, was hat Pembele. Fällt nur aus. Gut, fällt nur aus. Boah, ich hoffe, das war ein Big Pull. Auch wegen Selbstvertrauen jetzt in der Champions League. Eieiei, Junge. Willst du mich verarschen? Ey! Ey, den sehe ich aber bei uns als Rechtsverteidiger, Jungs. Trotzdem gutes Ergebnis. Ja, sehe ich besser. Da hätte ich lieber 1-3 gewonnen. Guter Start. Guter Start, komm! Sebastiano, das ist doch schon wieder Kacke hier, ey. Mann! Sehr gut. Heim. Wir sind eine Macht zu Hause, Jungs. Weiter geht's. Sebastiano ist gerade komplett on fire. Gib mir Brügge. Brügge oder Rangers. Ja, oder Liverpool. Toll, dass wir drüber gesprochen haben. Läuft. Barbossa, Salvatore, Konrad. Sehr gut. Paris lässt nicht federn, auch 4-1. Ja, no, no. Der war gerade so gut drauf, ne? Der war so gut drauf. 14 Wochen, ne? 14 Wochen. Weiß ein runter da bei denen. Van Dijk. Runter mit dem. Polambo 2. Super Partie gemacht, Junge. Ja, und ausgerechnet er. Ausgerechnet der trifft. Die Flachzange, du ehrlich. Ist aber in Ordnung, ne? Gegentor bisschen eklig, aber da kann was gehen. Da kann was gehen. Ja, Arsenal verloren. Außenbandriss. Ach Gott. Das ist nicht normal gerade, ne? 3 Wochen. Auch weg vom Fenster. Driso Mertens. Driso Mertens. Boah, Lyon wird gerade durchgereicht, ne? Ich will Esposito drauflassen. Hier wegen. Vielleicht kommt er über den Standard. Ich will ihn nicht runternehmen. Vielleicht den 4er IV raus. Will die Formation jetzt nicht umstellen. Und wenn, dann will ich den mit der gelben Karte runternehmen. Sturm raus. Ich habe keinen Stürmer. Einen schönen Tannenbaum. Probieren wir mit Tannenbaum. Ladislav. Pfeif ab! Lil. Real Madrid draußen, Arsenal weiter. Endlich mal eine Runde weiter. Dieser Mané da, ey. Geht raus und schießt ein paar Tore. Mertens, Junge. Zweiter Frühling. Toko Ekambi. Scheiße. Mann. Ich raste gleich aus. Jungs, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich kann ja gar nicht mehr wechseln. Ich musste ja gerade schon 24 Mal wechseln, weil alle Leute sich verletzt haben. Ah, ist mir komplett entglitten. Ist mir, habe ich voll vergessen. Das muss noch eine Runde weiter sein. Das muss noch eine Runde weiter sein. Muss! Villarreal. Porto gewinnt gegen Tottenham. Boah, Arsenal ist, glaube ich, so mit hier. Die stärkste Truppe, ne? Palambo! Unentschieden haben die gespielt. Jungs, da geht etwas. Da geht etwas. Ich rieche das. Riecht ihr auch?
Triple! Wir holen Triple! Hey, komm, Triple! Out of nowhere! Wie Randy Orton! Ah, das tut weh. Ey, der tut mir am meisten weh. Der war so gut drauf, ne? Mach die weg! Wir Leute sehen, dass ihr am Gras schnüffelt. Los! 2-0, durch! Und keiner verletzen jetzt. Macht ruhig jetzt! Macht ruhiger jetzt. La Fuente, sehr schön. Trainingsspiel. Keine Verletzung. Ich bitte euch. Keine Karten, keine Verletzung. Einfach ruhig. Wir holen den Titel. Tottenham ist weitergekommen noch. Arsenal weiter, Tottenham. Wenn ich mir das Restprogramm vom PSG angucke, das ist gar nichts. Können wir wieder auf die Engas bauen. Wobei Straßburg ist oben mit drin, ne? Straßburg ist Fünfter. Ich würde mal sagen, das sind die Stärksten, die noch drin sind, oder? Arsenal, puh. Mertens, du machst jetzt Stürmer, okay? Cherki und Pembele, Junge, der Goalgetter. Wie viele Hütten macht der? Ich will mal wissen, wie viele Tore der hat. Eduard hat sich 14 Wochen verletzt bei uns. Wie viele Tore hat der? 10? 5 ist stabil. Kriegt Aufwertung, viele Tore erzielt. Immer verletzt, ist immer verletzt. Balotore, immer verletzt. 3,5, hat gespielt wie Flasche leer, immer verletzt. Mann, hör mal, ey. Hinten raus echt eklig, ne? Gib mir Lyon, komm, ich mach die weg. Ja, habt ihr Glück gehabt. Pferdekuss, Junge. Mal, was küsst der denn Pferde? Du, ich fass es nicht. Dann hätte ich nicht gedacht, dass ein Mertens nochmal so wichtig wird, ne? Simons, schön. Oh! Die lassen nicht federn, ne? PSG. 1-0 auch, knapp. Wollen mich verarschen, oder, Chat? Sagt mir jetzt mal. Wollen die mich verarschen? Ich glaube schon, oder? Sehnenriss. Der war doch noch länger verletzt. Ødegaard ist halt schon krass, ne? Muss man so sagen. Ist mal Jakobs. Auch nicht schlecht. Lars, danke für den dritten. Was haben sie denn jetzt immer mit ihrem Runderschmidt? Boah, der ist gut, ey. Der ist gut. Und da rennt noch dieser Nielsen rum, ne? Aber wir haben einen Barbossa. Captain Barbossa. Jonathan David, was machst du denn hier? Ekambi, Junge. Ich habe gesehen, den Training war gut. Noch ein. Mach noch ein. Auf wem traue ich hier eine Hütte zu? Eigentlich okay. Eigentlich okay. Rückspiel direkt einmachen und dann Action. Tottenham 2-1 gewonnen. Aber ey, Euroleague-Finale am Ende noch, das wird das so ein bisschen gerade bügeln, dieser Champions League Ausrutscher. So, Platz 3. Das wäre krank. 6-2? Ey, die Prognose, die würde ich so mitnehmen, ne? Ich glaube aber nicht, dass das so eintreffen wird. Was feiert ihr denn da? Ma, Uwe, Junge. Paris, was ist denn los hier? Auch mal jetzt patzen. Jetzt müssen wir mit Uwe spielen. Musik weg. Oh, yo, muss ich wieder anmachen. So, läuft wieder, ne? Keine Verteidigung. So wichtig. So wichtig. Das kann doch nicht wahr sein. Was machst du denn hier? Mertens, mach einfach. Was? Ah! Was ist das denn? Der Torwart wieder, ey, die Gurke. Drieso Mertens, Jungs. So was Beklopptes so. Zweites Spiel in Folge wie gegen Liverpool, da die Kacke. So viel dazu, Ober spielt keine Rolle mehr. Wahnsinn, ne? Ey, aber den wollten so viele in der Winterpause abgeben, ne? Jetzt hat er Karriereende. Ey, der war so wichtig. Guck dir das an. Der war so unfassbar wichtig für die Euroleague. So ein Gamechanger gewesen. Mann! Bitte, PSG, ihr habt verloren, weil ihr schlecht seid. Letzter Spieltag. Punktgleich. Letzter Spieltag, punktgleich. Wieso? Wieso? Engers, macht jetzt was. Wo sind die? Ihr seid 15. Ihr müsst, die brauchen den Sieg. Ihr braucht den Sieg, Engers. Ihr müsst motiviert sein. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Was soll die Scheiße immer? Ich habe keinen Bock immer auf diese Spannung.
Ab und zu ist mal gut, aber irgendwann reicht. Nein! Ja! Was ist mit dem Schlauch hier? Mertens! Meister! Nummer 1! Nummer 1! War das wichtig? Punktgleich mit PSG. Aber einfach Offensive. Ich bin ein offensiver Trainer, Jungs. Ich bin ein offensiver Trainer. Mein Team immer offensiv ausgerichtet. Ey, aber mal, no joke. Jedes Jahr ist jemand anders Meister hier, ne? Fällt euch das mal auf? In der Liga? Jedes Jahr ist jemand anders Meister. Boah. Und bei uns ist alles verteilt, ne? Alles verteilt. Das war so belastend, ey, mit dem hier. Mannschaft, ja, perfekt. Mannschaft des Jahres. Einfach alle. Engers trotzdem die Klasse gehalten, ja. Pembele erweiterter Kreis. Ja, Abwehr war, obwohl Mannschaft des Jahres war, könnte man eventuell noch gucken. Sehr gut. International Esposito noch reingerutscht. Barbosa aber auch, muss man auch sagen. Ey, das war ein guter Ersatz, ne? Der hat wirklich seinen Job hinten raus echt gut gemacht. Die vier besten Spieler der Liga gehören uns. Mbappé spielt kein Fußball mehr. Fitness. Nein, abbrechen. Ach, das ist schlimm, das ist ja das Halbfinale, ne? Wo war ich denn, ey? Mertens einfach hinten raus. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Gegen Lyon. Lyon können wir eigentlich. Bester Mann. Beste Saison seit langem. Du kannst auch gehen, ne? Jawohl! Uwe, Junge! Palambo! Stark! Muss auch eigentlich hoch, naja, sicher! Oh! Bruder, hab ich gar nicht mitgerechnet! What the fuck? Ich dachte, du kriegst safe eine Abwertung, ne? Beide 5 voll! Wir haben einen Simons von 2,5 Sterne auf 5 volle hoch. Von 2,5 Sternen auf 5 hoch. Bei Thialand war bei 4 Ende. Der ist komplett durchgelaufen. Komplett durchgelaufen. Boah, jetzt müssen wir aber gucken, ey, wie ich das hier dribbel. Weil da sind nur 4 Tage zwischen, Jungs. Numero 2. 2 von 3. Mertens. Ich bin gerade fasziniert von Mertens, ne? Ohne Mertens bin ich auch, gebe ich safe bei dir. Ohne Mertens hätten wir am Ende keinen Titel gehabt. Mit dem Ausfall von Eduard glaube ich auch nicht dran. 80.000 Leute da draußen wollen uns untergehen sehen. Wir werden ihnen den Tag verderben. Was ein Start! Kein Kassieren! Mach 3-0! 3-0, Jungs! Mertens, du kriegst ein Abschiedsspiel, Junge. Mertens, ole! Wahnsinn! Wahnsinn! 5-0, 6-0, 7-0! Ja, sicher! 7-1, scheiße! Die Ansprache war's! Kurt Krölleck, ein Mann, der weiß, was die Spieler hören wollen. Haben wir die weggeschossen? Muniain könnt ihr einwechseln, wenn ihr wollt. Scheißegal! Luka Moura, was war los in dem Spiel? Hm? Ging gar nichts, ne? Ja, blöd. Oh, und die haben auch den kranken Keeper hier, ne? Junge, was ist nächste Saison bei uns? Ich hab Triple geholt. Einmal alles mitgenommen. Ey, und so kannst du sagen, Champions League rausgeflogen, unlucky, aber Euroleague komplett zerschossen. Wahrscheinlich zerschossen, zweimal absolut vor Glück beschissen gegen Liverpool und Arsenal. Aber am Ende waren wir da, Jungs. Wir waren am Ende voll da. Einige Leute würden sagen, die Saison war von einem anderen Planeten. Da muss ich sagen, nein, ich bin ja nicht Alf. Ne? Von daher, jetzt nicht verlängern. Kannst du noch 10-mal fragen. 19! 19, 14! Mbappé!
Hallo! Mbappé! Juhu! No way.